Hier wird geforscht. Wir sind eine Vielzahl von Kliniken, die sich mit Entzündungskrankheiten schwerpunktmäßig beschäftigen, und das stellen häufig die Volkskrankheiten dar. Angefangen beim Herzinfarkt, weitergegangen bei Magengeschwüren, bei Tumorerkrankungen, genauso aber bei Nierenerkrankungen oder Diabetes liegen Entzündungen häufig zugrunde. Und diese werden hier erforscht, zusammen im Zentrum Innere Medizin. Ja, das Haus 1 wurde 1891 erbaut, war ein Teil der Sudenburger Krankenanstalten, hat in seiner Geschichte vieles durchlaufen und ist heute eben das Forschungshaus der Medizinischen Fakultät Magdeburg. Der Grundgedanke hinter dem Projekt war, ein Forschungshaus zu schaffen auf dem Campus, wo viele gemeinsam forschen können, die sich gegenseitig befruchten sollen in ihren Forschungsideen, die gemeinsam Geräte nutzen können, die das Know-how nutzen können, was dieses Haus bietet. Das war die Hauptidee, um dieses Haus überhaupt zu erschaffen. Seit 2009 bin ich hier und genau in dem Jahr wurde auch dieses Haus saniert. Davor war es so, dass es noch keine gemeinsame Forschungsfläche gab, dass die Gruppen auf dem Campus verteilt waren und dass es jetzt erst möglich ist, gemeinsam Experimente zu planen und durchzuführen. Der große Vorteil der räumlichen Nähe, zum Beispiel auch zu anderen Instituten der Humangenetik, der Biochemie, liegt darin, dass wir dort Austausch finden und wir können hier Geräte gemeinsam nutzen und Synergien, vor allen Dingen in Synergien in den Gesprächen finden. Wir haben hier noch den Vorteil, wir haben die klinische Studienzentrale mit drin, sodass bei Fragestellungen zu Studien auch der kurze Weg besteht. Das Referat Forschung und Drittmittelverwaltung sitzt ebenfalls hier drin, was für die Forscher relativ angenehm ist, dass man eben mal schnell eine Treppe höher kommt und fragt, wie es aussieht. Wir haben das Haus zu sanieren gehabt, was oft dasselbe bedeutet wie ein Neubau. Und genau dieses ist nicht für uns aus eigenen Bordmitteln zu schaffen gewesen, sondern für solch eine große Aufgabe schielt man sicherlich immer mal nach Fördertöpfen und da ist uns der EU-Topf recht. Nicht ohne Grund. Mit 17 Millionen Euro wurde die Sanierung von Seiten der EU unterstützt. Möglich machen das EU-Strukturfonds. Diese sollen strukturschwache Regionen in Europa stärken. Da gibt es den Europäischen Sozialfonds ESF und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE. Mit dem ersten investiert die EU in die Köpfe der Menschen, also in Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Mit dem EFRE hingegen wird in Infrastruktur investiert, also in Straßen oder Gebäude, sowie in die Sanierung von Haus 1. Damit wird langfristig Innovation und Zukunft gesichert. Bisher wurden in Sachsen-Anhalt knapp 3 Milliarden Euro zwischen 2007 und 2013 investiert. Wir haben gute Erfahrungen mit der EU-Förderung gemacht. Das Antragswesen ist sicherlich wie für andere Fördermaßnahmen erstmal zu bewältigen. Wir haben sicherlich viele Wünsche, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen ausführen könnte. Aber was Großgeräte betrifft und was die Ausrichtung unserer Forschung betrifft, spielt sicherlich auch die Förderung über EU-Mittel immer eine große Rolle. Und da werden uns auch bürokratische Hindernisse nicht abhalten, diesen Weg zu beschreiten.